Ja, heute ist ja wirklich die Hölle los, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich mal unsere Geschenke mal mitgebracht, die sie uns schicken. Das ist der Wahnsinn. Hier zum Beispiel diese wunderbare Mettwurst aus Walluf am Rhein, die unser Fan Roman Döring selber macht. Ja? Guckt euch das mal an, die hat er uns geschickt. Ja, Wahnsinn. Das ist ja toll. Hm? Und dann den Wein hier. Den haben wir auch geschenkt bekommen. Und zwar was ganz Tolles auch. Weingut Bischel, Riesling, 2022. Herzlichen Dank. Und was war noch so? Du, der Honig, die Kerze. Das kommt aus Heidelberg. Und zwar ist dieser Honig am Klinikum Heidelberg. Wunderbar. Sehr schön. Aber wir haben natürlich trotzdem auch wieder einen schönen Wein für Sie mitgebracht. Das ist auch ein ganz toller, bin ich sicher. Aber das ist einer mit den anderen, der ist großartig. Ist der andere... Der hier von unserem geheimen Weinhändler, diesmal ein Bamberger, ja, aus Meddersheim. Das ist ein ganz bekanntes Weingut, ein Traditionsweingut, allerdings modern geführt. Und da haben wir einen Grauburgunder mitgebracht, der Jahreszeit entsprechend. Und das ist wirklich ein ganz toller, zu einem Drittel im Barrique ausgebaut. Also ein Drittel des Weins ist Barrique-Wein. Da wird er also nicht holzig. Komm, jetzt red nicht so viel. Das willst du doch am Ende immer sagen. Ich meine, ja, lass mich mal hinreißen. Jetzt probieren wir ihn erstmal. Cheers. Cheers. Oh. Ja, ist schon sehr gut. Ist schon sehr gut. Mehr dazu am Ende. Ja? Sie kennen es ja mittlerweile. Das große Messer weg. Aber ich muss ehrlich sagen, Roland, ich bin in einer sehr aufgeräumten Stimmung. Ja, du bist dankbar. Und wir haben auch wirklich den Grund, dankbar zu sein. Absolut. Und ich habe auch jetzt bin noch dankbarer, denn ich war auf einer Demonstration gegen rechts. Ja, und da habe ich mir erzählen und erklären lassen, was mein Problem ist. Nämlich eine chronische Undankbarkeit der Ampelregierung gegenüber. Ja, aber deswegen geht man doch demonstrieren. Ja. Gut, dass du es denen mal gezeigt hast. Hast du einen Traktor dabei gehabt? Nein, Roland, das waren Leute, die waren alle sehr dankbar und nett. Die waren auf der Demo, die haben aber nicht, nur gegen die Rechten, das ist ja okay. Ja? Aber die waren an sich sonst mit der Regierung sehr zufrieden. Ja, aber warum waren es dann demonstrieren? Ja. Ich meine, die Demonstration ist der Ausdruck des unzufriedenen Bürgers mit der Regierung, die ihn nicht hören will. Und deswegen demonstriert man und sagt, Regierung, Ampel, Arbeitslosigkeit, Inflation, alles Mist, macht es besser. Ach, ja, Roland, es gibt aber Spezialfälle. Ja? Es gibt wie so Sonderwetterlagen. Ja? Wenn die Führung einmal alles richtig macht und nur so ein paar Spielverderberrechte die Regierung stört, dann muss man auch als Zufriedener auf die Straße gehen und dieser Regierung mal beispringen. Das hat ja der Olaf Scholz verlangt. Ja, genau. In der DDR haben wir auch gesagt, die Führung, also das Zentralkomitee der SED ist so weise, wir unterstützen mit unserer 1. Mai-Demonstration die Regierung. Ja. Und Erich Honecker hat gesagt dazu, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und war das nicht schön? War das nicht eine schöne Stimmung zum 1. Mai? Hat es die Leute nicht alle aufgebaut? Ich war jetzt auf der Demo, ich habe mit den Omas gegen rechts geplaudert. Ja. Du mit den Omas? Ja, und da habe ich plötzlich einen Frieden gespürt, lieber Roland, weil ich war einfach eins mit den Zufriedenen und nicht immer das Gemecker. Ja? Die Regierung hat doch wahnsinnig viel Gutes gemacht, zum Beispiel jetzt die Erhöhung der Sozialleistung, das Bürgergeld zum Beispiel, erhöht. Alle, die es nötig haben, kriegen jetzt viel mehr Geld. Ist das nicht schön? Ich weine gleich. 25%, ja. Ja, in 2 Jahren, ja. Ja, das ist besser als Weihnachten. Ja, und wir? Ja, wie, und wir? Ja, wir Steuerzahler. Wie, was hat das denn uns zu tun? Ja, also wenn die alle nicht mehr arbeiten? Ja, die arbeiten doch sowieso nicht. Da kannst du dann auch doch Geld geben. Also das ist jetzt nicht so, dass die aufhören zu arbeiten. Ich dachte, wir haben Fachkräftemangel. Ja, naja, gut. Gut, also worauf willst du hinaus? Wieder dein Gemecker, was das kostet und wer das bezahlt. Ja, genau. Es kostet halt viel. Ja, aber und zwar, ich zahle das. Wieso ich ganz allein, aber... Ja, wieso zahlst du das? Ich Steuerzahler. Ich höre immer wieder... Sektsteuer. Ich höre immer, Kronkorkensteuer. Ich höre immer, dass das Geld, das extra gedruckt wird, das kostet uns also nichts. Der Herr Habeck hat doch selber gesagt, er ist froh, dass der Staat das bezahlt und nicht wir. Das wird gedruckt in der EZB, bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang. Also ist es doch umsonst. Ja, und die Inflation, die dadurch kommt? Ja, die Inflation. Und die Zinsen, die der Staat bezahlen muss? Ja, das geht doch, also
Ich muss, glaube ich, mal was Grundlegendes hier erklären. Ja? Da bin ich jetzt gespannt. Das ist ja, also da bin ich jetzt wirklich gespannt. Das ist ja so eine linksesoterische Regierung. Ja? Und die verfolgt das homöopathische Rezept. Ich dachte, die haben die Homöopathie verboten, also oder bei der Krankenkasse nicht mehr. Ja, die Krankenkasse ist alles Faschisten. Nein, aber so von der Grundhaltung her, die Omas gegen rechts haben mir das erzählt. Bei der Homöopathie, da nimmst du was ein, also wie jetzt die Regierung, die fummelt jetzt an unserem Staatswesen rum, also die behandelt unser Staatswesen. Ja. Und da gibt es eine Erstverschlimmerung. Ja, aber also die Homöopathie soll doch nicht wirken. Wieso kann es dann schlechter werden? Naja, das ist doch alles Faschistengelaber. Ja, Homöopathie ist sehr schön. Das Schlimme an der Homöopathie... Das stimmt. Dieser Steiner, dieser Erfinder, der soll ein ganz schlimmer Nazi gewesen sein. Ach du lieber Gott, Roland, der hat sich doch... Überall Nazis. Das haben die Omas gegen rechts alles schon besser gemacht. Ja? Also, die Homöopathie ist ganz stark, hat nur einen großen Nachteil und deshalb gibt es solche Meckertypen wie dich, die... Erstverschlimmerung. Es gibt erstmal, du nimmst es ein, es ist sehr gut für dich, aber es geht allen erstmal schlechter, bevor es allen viel, viel besser geht. Ja? Das ist beim Bürgergeld. Ist es auch so. Weil im ersten Jahr haben sie es nur um 12% erhöht, im zweiten Jahr auch um 12%, was ja keine Steigerung ist. Ja. Und jetzt müssen die Leute ein Jahr warten, bis sie es dann vielleicht 30% kriegen. Ja, ja, das geht besser. Runter. Ja, und, genau. Ja, aber für mich ist es ja schlecht. Ja, für dich ist es halt Erstverschlimmerung. Erstverschlimmerung. Ja, ja. Weil später ist es ja so, da gibt es ja den grünen Wirtschaftsaufschwung. Ja? Ach so. Und diese Bürgerleute, die können ja auch in Ruhe überlegen, was sie tun könnten, was ihnen Spaß macht. Aber jetzt gibt es doch so viel Arbeitslosigkeit. ZDF Friedrichshafen, BMW, die ganzen Autos, Bosch, Ford, Goodyear, Michelin, Automobilindustrie. Villeroy und Boch geht in die Türkei, Miele geht nach Polen. Du kriegst ja nichts mehr. Es geht ja alles weg, gehen ja alle weg. Das ist die Erstverschlimmerung. Das ist die Automobilindustrie. Wer will denn noch die Automobilindustrie? Die macht doch unser Klima kaputt. Die muss doch verschwinden. Das wird doch durch Grüne... Und wenn der Zug nicht fährt... Weil die jetzt gerade wieder streiken und ich kein Auto habe, das ist auch Erstverschlimmerung. Das ist Erstverschlimmerung. Weil Erstverschlimmerung. Das System muss sich ja einrütteln. Ja? Also die Lokführer und das Personal und alle müssen ja, wie die Bürgergeldleute, mehr Geld bekommen. Das muss erstritten werden gegen die Rechten. Ja? Und dann ist es eine Erstverschlimmerung. Aber wenn die alle viel Geld haben, dann gehen die auch wieder einkaufen, dann entstehen grüne Arbeitsplätze, dann werden andere Industrien aufgebaut, Windräder und Sachen zum Beispiel. Und dann verdappelt sich das langsam. Und das haben dir deine Omas alle auf dem Zettel geschrieben, oder? Olaf sagt das ja, das ist grüne Wirtschaft. Hast du noch nie was vom grünen Wirtschaftswunder gehört? Ja, ich habe gehört, ich schon. Ja, aber das sind ganz tolle andere Sachen noch. Die Omas das haben es ja aufgeschrieben. Was haben sie denn aufgeschrieben? Offene Grenzen. Wer frei und harmonisch miteinander leben will, der kann einfach jetzt kommen und frei und harmonisch leben. Aber ich dachte, die wollen jetzt diesem Österreicher, diesem Bösen da, wie heißt der? Ja, Martin. Martin S., dem wollen sie jetzt nicht mehr nach Deutschland lassen. Aber wenn doch die Grenzen offen sind, da kommt doch jeder österreichische Nazi hierher. Ja, das ist natürlich, deshalb waren die auf der Straße, die Omas, weil... Das ist auch Erstverschlimmerung. Da ist es ein bisschen schwierig. Also sagen wir mal so, jeder darf kommen, man kämpft gegen die Nazis und man erkennt sie so schlecht. Ja? Also gerade dieser Martin, den habe ich jetzt ein paar Fotos gesehen, weil der jetzt so bekannt geworden ist, der sieht ja ganz anständig aus. Wenn der dann... Nee, Quatsch! Der sieht anständig aus, das sieht doch der Zöllner sofort. Das ist ein Faschist. Also, wenn er Konturmann hat und so, dann... Ja, und der hat auch so einen Haarschnitt und so weiter, du kennst es doch. Jetzt habe ich gerade eine Erstverschlimmerung in meiner Nase. Ja, aber diese ganzen Flüchtlinge, schau, in jedem Dorf... Hast du noch ein Globuli für mich? Also diese Erstverschlimmerung... Moment, du musst anfangen, wenn du das Glas weg hast, die Erstverschlimmerung, ja. Also... Wenn jetzt diese ganzen Flüchtlinge kommen und in jedem Dorf werden noch Containerdörfer hingebaut, die größer sind als Erstverschlimmerungen immer. Also größer als die. Nee, jetzt wieder bei der Erstverschlimmerung anfangen. Ist das wieder Erstverschlimmerung? Ja klar, weil du musst an die. Du wolltest jetzt, was du gerade erzählt hast mit den Dörfern, dann musst du nochmal anfangen, weil ich muss ja da schneiden. Ja. Na, das lassen wir doch drin. Ach so. Das ist Erstverschlimmerung? Ja. Ich muss nicht schneiden, wir lassen es drin. Gut, also Erstverschlimmerung. Ja. Also Erstverschlimmerung ist, wenn lauter Flüchtlinge kommen, wir mehr arbeiten müssen, nicht mehr zum Arzt gehen können
und die schön da sitzen und lachen und Bürgergeld kassieren. Ja, das kommt dir komisch vor. Das ist eine für dich eine Erstverschlimmerung. Aber das ist natürlich und nur wenn die alle abstechen? Das ist alles Erstverschlimmerung, die du nicht verstehst. Diese Menschen fangen an, sich zu langweilen, ergreifen grüne Berufe, ja, werden wohlhabend, werden grün und hören auf mit Messerstecherei. Das dauert seine Zeit. Also was du jetzt empfindest, also ist eine reine Erstverschlimmerung. Man muss denen also so viel Geld geben, bis du sagst, dafür lege ich das Messer weg. Natürlich. Aha. Ja, das ist doch klar, Roland. Warum sind die denn so frustriert? Warum sind die denn so sauer? Warum laufen die denn in der Fußgängerzone um? Weil sie kein Geld haben, weil sie nur 1.000 Euro auf der Tasche haben. Da wärst du auch sauer. Ja, ja, aber wenn das jetzt so ist, wer zahlt das immer? Ich immer? Ja, wie gesagt, das habe ich nicht verstanden. Es wird doch gedruckt. Erstverschlimmerung. Die Erstverschlimmerung, ja. Na ja, gut. Oder wenn immer mehr Leute Bürgergeld kriegen, dann arbeitet ja irgendwann mal keiner mehr. Dann müssen diejenigen, die noch arbeiten, noch mehr arbeiten, damit die, die nicht arbeiten, noch mehr kriegen. Ja, es ist aber so. Die erholen sich. Es ist wie bei Krankschreibung. Du kannst dich jetzt telefonisch krankschreiben. Eine große Errungenschaft übrigens der rot-grünen Regierung. Ja. Du musst nicht immer zu so einem alten Stinkstiefelarzt gehen und da erbetteln, dass du mal einen Tag zu Hause bleiben kannst. Ja, aber wer macht die Arbeit von denen, die jetzt einfach anrufen und sagen, oh, ich bin heute so schlecht drauf? Ja, die sich gesund fühlen, die gut drauf sind, Spaß an der Arbeit haben. Die Spaß an der Arbeit haben. Aber wenn haben. Die dann auch krank werden, dann sind alle krank. Ja, die Spaß an der Arbeit haben, werden ja nicht krank. Und die anderen... Doch, lauter Arbeit, weil sie müssen ja so viel... Da haben sie ja keinen Spaß mehr. Also wenn ich zu viel arbeiten muss, geht mir genauso, wenn ich mit dir so eine Sendung mache. Ja. Ab Minute 3 wird es mir einfach zu viel. Ja, ist klar, aber das ist doch ganz logisch, Roland. Der sich krank gemeldet hat, der erholt sich. Der hat wieder Spaß an der Arbeit. Wenn der andere machen wir das nächste Mal so. Ja. Du machst die Sendung ganz allein, du springst immer hin und her und ich mach krank. Ja, ja, dann hast du aber übernächstes Mal wieder Spaß, dann kann ich mal eine Woche zu Hause bleiben. Also machen wir jetzt immer alles solo? Nein, aber Erstverschlimmerung. Erstmal musst du alleine, dann ich mal alleine. Aber in der dritten Sendung sind wir wieder frischer als jemals zuvor, wieder vereint. Aber wenn dich keiner sehen will. Wie meinst du das jetzt? Ja, die kommen nur wegen mir. Ach so, ja, die kommen nur wegen dir. Das hatte ich ganz kurz vergessen. Ja, ja. Na gut, was haben wir denn noch? Ja, mehr. Wir haben mehr Abgeordnete, mehr Beamte jetzt. Die Regierung hat ganz viele Beamtenstellen geschaffen. Ist das nicht schön? Also, wieder welche in Lohn und Brot und also, in Pension. Also bei Lehrern würde ich es ja verstehen, aber Lehrer haben einen Mangel. Ja. Polizisten würde ich auch manchmal verstehen, wenn ich am Gehsteig abgestochen werde, aber da ist nie einer da. Also Polizisten haben wir auch nicht. Aber das sind ja Bundesbeamte, allein 1.000 Beamte in Berlin in den Ministerien. 1.000, und zwar das sind jeder Beamte in einem Ministerium, verdient im Schnitt doppelt so viel bis dreifach so viel wie ein Beamter, der arbeitet. Ja, aber das ist doch ganz normal. Die Beamten sind die Leute, die wirklich unentbehrlich sind, die immer wirklich da sein müssen. Weißt du, so ein Polizist kann Schichtdienst machen. Ja? Ein Lehrer, der kann mal eine Woche mal und woanders krank sein und weiter. Aber diese Beamten, die kümmern sich ja um Felder, die nur sie bearbeiten können. Zum Beispiel Auslandsberichterstattungsbeobachtung im Bundespresseamt. Also, Abteilung Afghanistan C3. Der kann doch gar nichts sagen. Der muss verbeamtet sein. Der muss wissen, dass es ohne ihn nicht geht. Ist denn eigentlich diese Dame, die Annalena Baerbock schminkt für 160.000 Euro im Jahr, ist die auch Beamtin? Nein. Was ist Freelancer? Freelancer, ja. Und der Fotograf, der sie dauernd fotografiert? Ja, das ist auch Freelancer. Ja. Also die arbeiten, sind Freelancer? Das sind die Freelancer, aha, falls die Beamten ausfallen. Aha. Die machen dann die Arbeit mit, wenn die Beamten mal, die werden ja auch mal krank. Ja. Ja? Und die sind zwar unentbehrlich. Also dann geht die Stylistin, die Schmink geht dann ins Auswärtige Amt und sagt, ich mache jetzt zum Beispiel, ich verhandle jetzt mit Putin. Ja. Nee. Ja. Nee. Oder macht das der Fotograf, der Freelancer-Fotograf? Der Freelancer gibt ihm natürlich irgendwie einen Tipp oder sowas. Nein, also Roland, das Beamte kannst du nie genug haben. Wenn dein Haus groß ist, das war doch schon im Absolutismus so, wenn das Schloss groß ist, wenn ein schöner Schutzwall und ein schöner Wasser... Aber ich zahle immer mehr Steuern und das finde ich irgendwie... Ja. Ich bin ja froh, dass du immer mit diesem Wein ankommst oder dass mir die Freunde unserer Unternehmung, unserer Kleinen so schöne Weine schenken. Ja. Ich kann es mir ja nicht mehr leisten.
Ja, das und die Erstverschlimmerung ist, du hörst ja, was mit meiner Erstverschlimmerung ist. Ja, aber Roland, du, wie gesagt, du hast den Schuss nicht gehört. Ja? Das ewige Gemecker, ja? Das, die, mit dem vielen Steuern zahlen, das ist Erstverschlimmerung. Ich habe es dir jetzt 15 Mal gesagt. Du zahlst jetzt aber ganz, wie hast du gewusst? Du zahlst jetzt ganz viel Steuern, dann kurbelt es die Wirtschaft an. Hör doch dem Herrn Fratscher mal zu, der erzählt es doch jeden Abend im Fernsehen. Dann kurbelt es die grüne Wirtschaft an. Dann werden alle reich und dann irgendwann hörst du auf? Nee, hörst nicht auf zu zahlen. Steuern zahlen musst du dann immer. Ja, Steuern zahlen. Also dann ist die grüne Wirtschaft ist dann. Kennst du irgendeine Steuer, die jemals gesunken ist? Nee, das ist dumm. Ja. Also gut, dann haben wir. Steuer ist mehr so eine Dauerbelastung. Ja, das ist also keine Erstverschlimmerung dann. Das ist dann keine schon Dauerverschlimmerung. So, und wie ist das jetzt? Und du warst auf der richtigen Demo? Ja, ich war auf der richtigen Demo, natürlich bei den gegen woher rechts. Wusstest du das? Wie? Dass ich auf der richtigen Demo? Ja, aber das ist ja jetzt gefährlich. Ja, ich habe es gemerkt, weil die Schilder so hasserfüllt waren, da wusste ich, ich bin bei denen, die emotional richtig dabei sind. Die zum Beispiel die AfD so richtig hassen. Ja, also ja. Das, aber Hass ist doch keine Meinung. Auf der richtigen Seite schon. Und du warst also nicht jetzt bei den Gehwegsbelästigern. Was ist denn das jetzt? Naja, das ist ein neues Gesetz, das die FDP, die Liberale Bürgerpartei, ja, zusammen mit der Grünen Pause einführt. Ja. Wenn du auf dem Gehsteig demonstrierst und da geht jemand vorbei, der das nicht hören will, dann musst du 5.000 Euro Strafe zahlen. Ja, aber wer will denn das? Das wollen doch die Linken immer nur nicht hören. Das heißt, dass nur die rechten Gehwegsbelästiger sind, oder? Ja. Also die Bauern ja, zum Beispiel. Ja. Also Gehwegsbelästigung, sprich Demonstration, ist künftig in einem Fall 5.000 Euro, aber es wird bald viele Fälle gehen. Dann ist es Schluss mit deinen Demonstrationen. Nee. Die kennen sich. Also die Omas für rechts zum Beispiel, die werden ganz klar erkannt, dass da ist niemand, der das lästig findet, was die so vorbringen. Das sind ganz nette ältere Damen, die auf der richtigen Seite stehen. Die sind auch gut, ja. Da passiert niemandem was. Und da sagt die Polizei, macht da sämtliche Augen zu. Und da musst du keine Angst haben. Gehwegsbelästiger sind die Bauern. Das hast du gesehen, wo die überall rumgefahren sind mit ihren dicken Treckern. Das, und da hätte ich auch mal gesagt, gut, loch die mal alle ein mit ihren dicken Dieselschleudern. Aber das wird dann schon eine ziemliche Erstverschlimmerung. Ja, gut. Also wenn dann die Omas gegen rechts immer da draußen unterwegs sind und das dürfen, dann wird es für uns in der Innenstadt ziemlich eng, oder? Nein. Aber weißt du, Energie oder so, ist es auch Erstverschlimmerung? Ja, natürlich. Energie. Also jetzt haben wir Erstverschlimmerung. Da haben wir mit den Kohlekraftwerken. Inflation, jetzt. Kohlekraftwerke laufen jetzt wieder. Energiepolitik, Arbeitsplätze sind weg. Also weißt du, was an deiner Erstverschlimmerung wirklich gefährlich ist? Nee. Dass du es nicht überlebst. die klassische Gefahr bei der Homöopathie, dass man die Erstverschlimmerung nicht durchschreiten kann. Vorher stirbt. Dann musst du ja ganz viele Globuli nehmen. Und da die Erstverschlimmerung in unserem Land ganz schön dauerhaft zu sein scheint, müssen wir uns wirklich warm anziehen. Prost. Ja, und bleiben Sie jetzt dran. Es geht noch um den Wein. Lesen Sie mehr dazu in unserem neuen Heft im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Du hast ja noch was drin. Ja. Insofern, wunderbar. Den müssen Sie kalt trinken, meine Damen und Herren. Das ist der Bamberger Graue Burgunder aus Meddersheim. Wie ich schon sagte, ein Traditionsunternehmen, wirklich sehr bekannter Wein. Der machen auch sehr gute Sekte, aber natürlich auch Wein. Und der hier bekommt seine Reife dadurch, dass ein Drittel dieses Weins im Barrique gereift wird. Und zwar nur deshalb ein Drittel, damit es nicht nach Holz schmeckt, sondern dass es so ein klein bisschen geschmackliche Verfeinerung hat, ein Grauburgunder Trocken 2022. Für Leute, die keinen Rotwein mögen, aber trotzdem am Kamin nicht so ein ganz leichtes Weinchen trinken wollen, sondern schon einen mit ordentlich Bums, ja, 12,5%, gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ein grauer Burgunder von der Nahe. Den können Sie hier unten bestellen. Sie wissen Bescheid. Jetzt hörst du mal mit dieser Reklame auf. Das ist ja kein QVC-Sender hier, sondern das ist eine Dankesendung. Ja. Eine Dankesendung, weil die Geschenke, die wir kriegen, die sind häufig anonym. Zum Beispiel bei dem Honig weiß ich's, Frau Lydia. Mhm. Bei dem Wein weiß ich's leider nicht. Du weißt nicht, wer den geschenkt hat. Und seit Jahren ist mir wirklich ein Bedürfnis, das zu sagen. Diese Gelegenheit lasse ich mir von dir jetzt nicht per Erstverschlimmerung wegkriegen. Ja, ist ja klar. Kriege ich für die Redaktion zu Ostern einen so großen Osterhasen.
Aha. Aber weißt du, was das Problem ist? Keine Ahnung. Ich weiß nicht von wem. In dem Sinne, vielen Dank. Und bitte melden Sie sich, wenn Sie den Osterhasen spenden wollen. Das will er unbedingt wissen. Er erzählt mir jedes Mal davon.